Hallo und willkommen zurück bei Emily is Away. Und wir haben jetzt über die Jahre von Jahr 2002 bis Jahr 2006 ein seltsames Verhältnis mit Emily aufgebaut. Ich glaube, man kann es vergleichen mit, ja, mit einer Schulfreundin, die vielleicht für uns etwas mehr war und zwischenzeitlich dann lief es bei ihr nicht gut und dann wollte sie vielleicht dann doch ein wenig mehr für uns sein, weil es ihr nicht so gut ging und dann hat sie uns besucht, dann ist irgendwas passiert und jetzt ist alles seltsam. So, und jetzt starten wir mal ins Jahr 2006, mal gucken, was da so los ist. Im Senior Year, ist wahrscheinlich das letzte Jahr, oder? Oh, wow, das ist 300, das ist Borat, oh Gott, High School Musical, um Gottes Willen, was ist denn das? Damit kann ich gerade nicht so viel anfangen. Und hier, was ist denn das alles? Wo sind wir 2006? Tja, ne? Was ist... Oh, irgendwie sagt mir das irgendwie gerade. Also, erscheint keine Bands, die ich gehört habe zu der Zeit. Oh Gott, ich nehme den da. Einfach nur, weil ich weiß nicht, 300 ist schon ein cooler Film, aber komm, hey, wir nehmen den da. Oh, wir gucken erstmal Emily. Und sonst hat Emily uns immer geschrieben. Jetzt gerade nicht. Es ist schwer zu diskutieren, wenn du keinen Sinn machst. Wenn deine Zunge sich immer daneben benimmt. Und dir dein eigenes Grab gräbt. We'll walk from this dark room for the last time. Nathan Prescott. the past is just dead. Wird immer mehr melancholischer, das Fräulein. Howdy ist geil. Ist ja fast wie ich in meiner Pubertät mit meiner Gothic-Grufti-Phase. Hi, Annika. Obwohl ich ein Kerl bin. Hey, wie geht's dir so? Das ist ja wie am Anfang. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Wow, Geplänkel. Die Dinge könnten besser sein. I'm good. I'm good, I'm fine. Was für ein Gespräch. Wie ist die Schule so? Ich hasse übrigens solche Gespräche. Wirklich hasse ich. Wie die Pest. Wie geht's in der Schule? Wie geht's dir so? Wie laufen die Dinge so? Ich mach mal, wie laufen die Dinge so? Ah, das ist alles ziemlich cool. Gut. Hast du dieses Wochenende was vor? Was machst du heute Abend? Was ist neu in deinem Leben? Komm, wir machen mal, was ist neu in deinem Leben? Das andere schon hatten wir schon. Noch nicht wirklich viel. Ich habe jetzt meinen College fertig und ja, ich weiß nicht so recht. Ich glaube, ich und Brad kommen wieder zusammen. Natürlich. Aha, ja. Es braucht aber manchmal im Leben einen Moment länger für manche Personen, um herauszufinden, dass wenn man sich trennt, das meist einen Grund hat. Glaubt, ne? Einige von uns stellen das schneller fest, einige erst später, einige gar nicht. Good for you, even after that awful breakup? Das wäre eine Antwort, die ich stellen würde. Auch nach der blöden Trennung? Ja, es war halt so schlimm, weil wir füreinander so viele Gefühle hatten. Wie geht's dir? Oder was macht denn deine Crush, deine... Ja, was ist mit Emma und dir? Nicht so gut. Ist mir egal. Well. Ich mach mal well. Well. Sie hat mir erzählt, dass sie sich immer... Dass sie immer komisch gegenüber.
Well, she told me that she's always felt weird about you visiting. Okay, sie hat sich immer blöd gefühlt, weil du mich besucht hast. Was für eine Antwort. Oh je. Oh, das tut mir leid. Tja, das Schiff ist gesegelt oder weggesegelt. Ja, es ist halt wie immer. I couldn't care less. Ich mach mal das. Ja, that shit passiert. Oder das ist, der Kuchen ist gegessen wahrscheinlich, ne? Ja, Mensch, College ist auch bald vorbei, ne? Wirst du es vermissen? Kannst du beglauben, dass wir bald erwachsen sind? Ist ganz schön vorbeigeflogen, meinst du nicht? Ich mach mal das hier an. Kannst du beglauben, dass wir bald Erwachsene sind? Nee, nicht wirklich. Es fühlt sich nicht wie 4 Jahre an. Vermisst du die Highschool? Wir hatten co coole Zeiten. Highschool was so long ago. Ich mach mal hier, wir hatten tolle Zeiten. Ich finde das übrigens wirklich sehr innovativ gemacht hier mit dem Tippen und dass das selber geht. Ich finde das wirklich richtig cool. Macht unglaublich viel Spaß. Yeah, kind of. Ja, hatten wir. Ich will lieber nicht über die Vergangenheit nachdenken. Well, okay. I'm sorry. Oh, sure. Machen wir mal well, okay? Ich bin einfach müde, wegen der ganzen Erinnerung. So, irgendwelche Pläne für den Abschluss? Irgendwelche großen Projekte? All set for graduation? Ich mach mal, ob sie irgendwelche Pläne hat danach. Großpläne. Nur ein und der ist schon erledigt. Wirst du wieder nach Hause ziehen? Was macht Brad? Was machst du diesen Sommer? What's Brad doing after graduation? Nee, ich will nicht über Brad reden. Ich mach mal, ob sie wieder zurückzieht. Are you going to move back home? Nicht zur Zeit oder nicht wirklich. Ich habe, oder die Miete, oder sie hat wahrscheinlich noch die Miete des Zimmers bis August. Wie war deine Woche so? Was hast du am letzten Wochenende gemacht? Können wir über Dinge reden? Komm! Let's go! Can we talk about things? Und er löscht es wieder! Er löscht es wieder! Du. Warum löscht er es denn? Was ist denn passiert? Hallo? Emily. Not really. Ich arbeite nur. Könnte ich dich diesen Sommer sehen? Was machst du heute? Was machst du gerade? Komm. Er löscht es wieder. Er löscht es. Machst du Hausaufgaben? Ja, ich muss da ganz schön viel machen für morgen. Ich mach das jetzt weiter, ne? Vermisst du irgendwelche Dinge? Und er schreibt es immer noch nicht. Ey, Mensch, jetzt komm. Was macht die Klasse so? Ah, ist alles okay. Wie immer. Warst du auf irgendwelchen Konzerten? Vermisst du mich? Da er sowieso das mit den Konzerten macht, mache ich Do You Miss Me. Find any good music lately? Stimmt, die haben sich immer über Musik unterhalten. Not really just listening to old stuff. Ja, so geht's mir auch oft. Will we ever be the way, wenn wir wieder so werden, wie wir immer waren? Tschüss und tschüss. Wow.
Und er schreibt sich, er schreibt Goodbye. Yeah, watch. Oder irgendwelche guten Filme. Ob sie irgendwelche guten Filme geschaut hat. Na, auch nicht wirklich. Was ist das jetzt mit uns? Warum schreibst du es denn nicht? Du regst mich auf. Schreib das doch, Mann. Er schreibt jetzt, er fragt jetzt nicht wirklich, wie das Wetter ist, oder? Das macht er nicht wirklich. Es ist sehr heiß draußen. Es ist fast 30 Grad, Mensch. Junge. Das ist okay, das Wetter. Das ist traurig. Ich würde gerne herausfinden, was war. Kriegt man das raus, wenn man das anders macht? Wow, goodbye. Okay. Ich glaube, ich gehe. Diesmal leaven wir als erstes, oder? Nicht Emily is away, sondern wir sind away. I think I'm going to go. Goodbye. Okay, tschüss. Ich bin away. Emily is away. Wow, das ist traurig. Es hat ein einziger Mensch programmiert. Das ist traurig. Wahrscheinlich ist so eine Situation, 5000 Millionen Mal auf dieser Welt passiert, aber das ist traurig. Wirklich. Wir können, glaube ich, das nochmal alles spielen, ne? Vielleicht damit, oder wir können es sogar resetten und uns vielleicht für andere Sachen entscheiden. Das ist natürlich auch interessant. Das ist tatsächlich interessant. Das könnte man ja halt auch privat versuchen. Aber ich wollte euch ja erstmal nur sozusagen das Hauptspiel zeigen. Und es gibt Emily's Away 2, wie ich schon erzählt habe. Und sollte das euch gefallen haben, können wir gerne auch den zweiten Teil dazu spielen, natürlich. Und ja, ich wollte mal so heute so am Samstagnachmittag, wenn es draußen viel zu warm ist, irgendwas Kleines gerne spielen und es mir das eingefallen. Ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß. Ich finde das unglaublich süß gemacht. Das ist unglaublich cool. Man sollte nicht so viel Wert darauf legen, dass da der eigene Name steht oder so. Ich glaube, es ist doch dann wie so eine eigene Story. Vielleicht wäre das sogar noch intensiver, wenn man wirklich ein Kerl ist. Das würde mich mal interessieren, wirklich. Das ist schon irgendwie cool. Ich mag so eine Spiele. So eine Spiele, wo du irgendwie in Situationen so von anderen Leuten drin bist oder so ein bisschen. Ich mag das total. Ich finde das wirklich richtig cool gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht im zweiten Teil wieder. Solltet ihr das wollen. Oder sollte ich das wollen, ne? Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und dann ist jetzt nicht nur Emily away, sondern auch Annika ist jetzt away. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.